Hi, ich hatte ein Video gedreht zu Bienennahrung, Herstellung von Bienenfutter, wie man ein Paddy macht, wie man ein Invert-Zuckersirup macht. Und ich hatte erwähnt, dass man auch Milchpulver nehmen kann, hier zum Beispiel so Babymilchpulver, um daraus eine Bienenfutter zu machen. Vorteil, wenn man eben dieses Babymilchpulver nimmt, dass man hier so viele Vitamine und Mineralstoffe hat. Das war meine Aussage, bin aber nicht näher drauf eingegangen. Das ist jetzt sozusagen die Ergänzung dazu, beziehungsweise jetzt ein Film nur über Babypulver, Milchpulver. Und zwar ist beim Milchpulver, man hört es, Milch, also Laktose drin. Und die Laktose steht hier in den Inhaltsstoffen. Pro 100 Gramm Pulver ist Kohlenhydrate, davon Zucker, davon Laktose 57,3 Gramm drin. In 100 Gramm, also knapp 60%. Und dann haben wir Eiweiß mit 9,4%. Vitamine, fängt von A an bis DE, Riboflavin, B6, B12. B12 ist in Pflanzen nicht enthalten. Also wäre das jetzt ein B-Vitamin, was die Biene nicht bräuchte, aber davon ist auch nur 1,4 Gramm Mikrogramm drin, also uninteressant, das ist so wenig, aber die anderen mit jeweils 10, 15, 80 Mikrogramm, da ist schon ein bisschen mehr drin. Mineralstoffe haben wir, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Selen, Jod und was ich ja ganz besonders gut finde, warum ich eben Milchpulver doch empfehlen kann, ist eben, dass Cholin drin ist. Mit 184 Milligramm ist es schon eine ganze Menge. Was macht das Cholin? Das Cholin hilft der Biene oder dem Organismus, Verdauungstrakt, die Mineralien, Vitaminen in die Zelle hineinzutragen. Also es ist sozusagen ein Hilfsstoff. Es bringt mir also nichts, wenn ich ganz viel Vitamin C habe, aber es kann nicht transportiert werden. Also einmal durch die Zellwand hindurch, ja, und einmal dann als Transport noch auf der Strecke von, vom Magen durch die Darmwand, Darmflora, hindurch und dann zack irgendwie ins Aderngeflecht, um dann dort zum Beispiel beim Muskel oder im Fettkörper irgendwie so anzukommen. Deswegen dieses Cholin. Problem aber bei Milch, Zucker, Laktose ist eben, dass die Biene Laktose nicht verwerten kann. Aber das kann man aufspalten, hatte ich gesagt, mit Laktase. Und hier habe ich jetzt mal so Tabletten, Laktase-Tabletten. Das sind so ganz kleine Dinger, kennt man von diesen Zuckersüßungsmittelchen, ja, das ist dann so eine kleine Tablette. Und diese Laktase hat jetzt 6000 FCC, das ist von, wieder von DM, ne? Kann man kaufen, keine Ahnung was das kostet, paar Euro. Also mittlerweile sollte mal DM mich sponsern und mich hier als Influencer promoten und mir ganz viel Geld zustecken, weil ich mache hier ganze Zeit hier auch das Milchpulver Babylove von DM hier, Laktase von DM, ne? Mache ich Werbung für die. Also liebe DM Marketing Abteilung, sponsert mich jetzt mal, ja, gib mir mal die Million her, was ist los? Naja, okay. Also Laktase hat 6000 FCC, diese Einheiten, keine Ahnung, Food,
Root, Capacity, Complex, Code, irgendwas, sowas. Also wie viel brauche ich, um 1 Gramm Milchzucker zu spalten in Glucose und Galactose. Ich rechne mit 100 Gramm Laktose und 10.000 Einheiten Laktase. Also wenn ich jetzt hier, was ist das, 500 Gramm, 60%, ja sagen wir die Hälfte davon, 250 Gramm sind Laktose, dann muss ich davon ausgehen, dass ich 2 mal 5 sind 10, also dass ich von denen ungefähr 10 Tabletten, 8 bis 10 Tabletten nehmen sollte, um alles zu spalten. Auch nicht zu viel, weil die Biene kann Laktase nicht verwerten. Was macht die Laktase und die Galaktose im Körper von der Biene? Die Galaktose kann die Biene auch nicht nutzen, nicht spalten. Ist ein Einfachzucker. Wir können die Galaktose auch nicht weiter spalten, weil es schon ein Einfachzucker ist. Deswegen ist es eine Belastung für den Darm. Die kackt es einfach aus. Also können wir das Futter am besten nicht im zeitigen Frühjahr nutzen, sondern eher dann, wenn die Temperaturen gut sind, die Biene ausfliegen kann, aber es irgendwie Schlechtwetterperioden gibt und die Biene geht in Brut hinein, hat viel Brut, muss viel pflegen, kann aber nicht entsprechend Pollen eintragen, schlechtes Frühjahr, regnerisches Frühjahr, zum Beispiel 2024 war so ein Jahr, da wäre so eine Fütterung im späten Frühjahr nützlich und gut gewesen. Das kann man machen. Das ist aber ja eigentlich keine Fütterung, sondern das ist ja ein Defizit auszugleichen. Weil ich eben die Vitamine und Mineralien habe und das Cholin habe, ist es eigentlich nur ein Baustein von der ganzen Fütterung. Wenn im Volk noch genug Winterfutter ist zum Beispiel, aber im Frühjahr, im späten Frühjahr und die Bienen können eh nicht sammeln, die Tracht ist vielleicht da, aber es regnet, dann ist eben so ein kleiner Paddy, 50 bis 100 Gramm Paddy von dem, aus dem gemacht, einfach aufs Volk drauflegen und ich habe die Kohlenhydrate zur Energie im Winterfutter ja noch in den Völkern und hier habe ich aber den Impuls, ja, dass von sozusagen draußen Pollen kommt und mit diesem Pollen der Metabolismus den Turbo bekommt und so kann ich die Bienen noch einmal reizen, noch einmal pushen, ja. Klar geht das aber auch nur bei Völkern mit junger Königin, bei Völkern, die stark sind, die eben auch ein Brutfeld heizen können. Die Königin legt, sagen wir mal, 2.500, 3.000 Eier, 3.200 Eier und die müssen gepflegt werden. Also brauche ich eine gewisse Bienenmasse, ja, die diese Eier pflegen kann. Wenn man sagt, dass eine Biene ungefähr 3 bis 5 Larven pflegt, ja, könnt ihr euch ja hochrechnen, 21 Tage mal 3000, stimmt gar nicht, mal nicht 21 Tage, Larvenstadion sind 10 Tage, 9, 10 mal 3 sind 30.000, also 30.000 durch 3, wenn eine Biene, also brauche ich mindestens mal nur 10, also reine 10.000, 10 bis 12.000 Ammenbienen. Keine Flugbienen, keine Wächterbienen, sondern reine Ammenbienen. Wenn ich das hier mache, muss ich wissen, wie viele Bienen ich als Ammenbienen habe. Klar steht da nicht Ammenbiene auf der Biene drauf, ja, aber wir gehen davon aus,
Bienen, die sich vor allem auf der Brut aufhalten, das sind die Ammenbienen, ja. Und das kann man eigentlich sehen an, am Morgen, wenn die Bienen noch nicht ausgeflogen sind, öffnet man mal eine Kiste und schaut rein. Die Flugbienen, die sind entweder unten, ja, hängen durch, oder wenn man neben dem Schied noch Platz hat, dann hängen die da von oben runter. Ja. Die beteiligen sich eigentlich nicht am Brutgeschäft. Ne? Die sind dann auch, die halten sich auch nicht auf der Wabe auf, dann dort, wo die Larven sind. Und wenn ich dann mir das Brutfeld anschaue und dann eine Populationsschätzung mache von den armen Bienen, muss ich auf 10.000 Bienen kommen. Und dann kann ich sowas hier füttern. Und dann wird man sehen, dass die Kurve nicht linear steigt, ja, sondern exponentiell, nicht nur weil eine Biene drei Larven pflegt, auch die Langlebigkeit der Biene wird dadurch gesteigert. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass im Frühjahr so eine Biene 4 Wochen hält, einen Monat, wird man sehen, die Kurve geht hoch, weil die Bienen halten ja 6 Wochen. Das ist ein Brutzyklus länger. Das bedeutet, ich habe viel früher ein Maximum 50.000, 60.000 Bienen im Bienenvolk im Mai. Und dann gehen Schwärme ab. Dann muss ich gucken, dass ich hier die Bienenmasse aber auch umsetze. Ja, das ist nicht dafür geeignet, um dann damit Honig zu machen, sondern das ist dafür da, um Bienenmasse zu generieren. Ja. Wenn man Ableger machen will, ja, dann ist das eine Methode, um das Muttervolk explodieren zu lassen und dann daraus starke Ableger zu machen. Ja. Auch nicht Ableger damit füttern, das bringt nichts. Ich brauche die 10.000 Ammenbienen. Ja. Vor dem Spalten eines Volkes setze ich diese Methode ein, habe Bienenmasse, teile auf. Das ist dieses Prozedere mit der Fütterung von Milchpulver und Laktase. Ich hoffe, ich konnte noch mal ein paar neue Inputs geben. Fütterung im späten Frühjahr, das ist eine Möglichkeit. Probiert's aus. Vergisst nicht, die Populationsschätzung zu machen. In diesem Fall ist die Varroa kein Problem. Die Biene überbrütet die Varroa. Beim Ableger erstellen, dann, wenn die Brut ausgelaufen ist, mit Milchsäure sprühen, mehrfach vielleicht sogar noch, habe ich auch ein paar Videos gemacht, gerne anschauen. So ist die Varroa in diesem Fall dann auch gar kein Problem. Muss man nicht behandeln, muss man gar nicht danach schauen, erst den Ableger dann, wenn man eine brütende Königin hat. Futter muss da sein und mindestens einmal, wenn auch nur kurz oder alle 2 Tage muss kurz Flugwetter sein, dass die Bienen aufs Klo gehen können und eventuell sogar auch ein bisschen Wasser holen können. Ja, das ist wichtig. Ansonsten taugt dieses Futter, diese Mischung, diese Fütterung zu keiner anderen Jahreszeit. Aber wenn man das gezielt einsetzt, dann habt ihr diese explosionsmäßigen Völker. In diesem Sinne, macht's gut, macht's besser, macht's mir nach. Ciao.